Action, hallo, grüße dich, Jenny. Ja, ich grüße dich, Jeet. Wir haben ja heute ein sehr interessantes Thema wieder, nämlich Intuition, Politik, Syrien-Opfer und Demokratie-Modell für Europa. Und da bin ich ja mal gespannt, was du mir heute darüber zu erzählen hast. Schön. Also diese Konferenz, das ist praktisch jeden Donnerstag, kann jeder dazu eingeladen werden. Ich glaube, nächste Woche wird der Professor Vogt auch dabei sein. Er war jetzt in Kanada, konnte nicht früher. Und das heißt, es ist eine ganze Playlist auf einer Seite zu finden und mit all diesen Themen. Und das, was wir sagen, das, was ich sage, ist immer ein Teil der Erfahrungen. Jeder hat, sagt was anderes. Für mich ist in Ordnung, wenn jemand das Gegenteil sagt. Und das ist unser Stil, dass jeder eine andere Wahrnehmung hat und das ist richtig so. Das heißt, Kritik in diesem Sinne gibt es nicht, weil, ja, weil was du sagst, bin ich auch einverstanden und deswegen in diese neue höhere Intelligenz sozusagen, jeder spricht von seiner Erfahrung, alles wird stehen gelassen und dann kann man einen neuen Sprung machen oder auch nicht, jedem steht das frei. Ja, okay. Ich habe eine Serie von Interview gesehen, jetzt zuletzt auch von ARD, wo Assad, das ist der Präsident von Syrien, einfach interviewt worden ist. Ne? Erstmal von ZDF oder ARD und dann von mehreren russischen Sender. Und ich habe mir auch nicht nur intuitiv, sondern konnte ich mir einfach auch ein Bild machen von das, was geschieht. Ne? So, nach das, was ich wahrgenommen habe, natürlich, so wie die viele andere Länder, werden einfach so, kommt irgendwann ein Diktat, so wie ein Diktat nach Deutschland kommt, ihr müsst jetzt euer Gas oder das Gas von Katar und von Saudi-Arabien durch euch fließen lassen und ihr müsst das und jenes machen. Die haben gesagt, nein, wir sind ein souveräner Land. Und wir haben Geschäfte mit dem und wir entscheiden als souveräner Land, als Demokratie, was geschehen wird. In dem Moment, wo sie das gesagt haben, weil die anderen Länder folgen immer, Europa folgt immer, der US-Diktat, haben alle Probleme angefangen. Das heißt, für mich Syrien als Modell für Demokratie in Europa hat einen hohen Preis bezahlt. Weil in dem Moment, wo sie einfach gesagt haben, nein, unser Öl, unser Gas, wir entscheiden, wir sind eine Demokratie, die Politiker verkaufen sich nicht. In diesem Moment haben sie angefangen, dass sie diese ganze Organisation, IS und so weiter, bezahlt haben, damit die Regierung gestürzt wird. In Deutschland ist nicht notwendig, Deutschland ist keine Demokratie, weil es ein besetztes Land. Und Deutschland gesetzlich von den internationalen Gesetzen muss das US-Diktat folgen. Die Sowjetunion hat Deutschland freigegeben, hatte auch einen Besatzerstatus. Ne? Das heißt, die Sowjetunion hat Deutschland sozusagen verziehen die Nazizeit, die USA nicht, weil die USA immer noch diesen Besatzstatus hat. In diesem Sinne, natürlich, Deutschland wird reich gehalten, weil die tun, was man denen sagt, so wie eine Luxusprostituierte. Aber, und deswegen ist Reichtum da, auch durch den Marshallplan. Aber natürlich in dem Moment, wo Deutschland sich mitverantwortlich war für Hunderttausende von Toten in Syrien, Familien, die ganze Intelligenz ist da zerbombt worden, die ganze Geschäfte, die ganze Wirtschaft, die Universitäten, die Krankenhäuser, dann geht es ist nicht mehr jetzt eine Luxusprostituierte, sondern ist ein bisschen kriminell geworden. Ne? Was ich habe eben nichts gegen niemand. Und in diesem Sinne, den Mut von Assad, von Präsident Assad, dieses Interview könnte ich auch nachträglich auch zeigen, ist zu bewundern. Es ist ein Beispiel für Europa. Das heißt, wenn sich Deutschland oder Spanien oder Italien sich wehren würden und sagen, wir sind eine Demokratie
und wir machen, was wir wollen, dann wäre der Preis Hunderttausende von Tote, das Einschleusen von all diesen kriminellen Organisationen, die alles tun, um eben bewaffneter Kampf, so wie das auch eben in Kiew auch passiert ist und in andere Länder. Ne? Zumal das ja auch gar nicht so offiziell ist, was du gerade gesagt hast. Also es ist ja vielen gar nicht klar, was in Syrien wirklich passiert, dass dort Menschen umgebracht werden mit Waffen, die Deutschland verkauft oder Waffen, die Deutschland auch dorthin liefert oder allgemein auch Deutschland und sich danach als Held sozusagen aufspielen, dass wir die syrischen Flüchtlinge aufnehmen, das ist irgendwie grotesk meiner Meinung nach. Genau, das hat eben gestern in diesem ARD-Interview Assad auch gesagt, wo er gefragt wurde, ob er dankbar sei, ne? Dass Deutschland so viele Leute aus Syrien aufnimmt. Und das ist ein bisschen natürlich, er war natürlich freundlich, das ist ein Gentleman. Und er hat gesagt, eigentlich, man hätte sehr viele Milliarden gespart, wenn man die Leute vor Ort geholfen hätte. Zum Beispiel in Jordanien ist ein Flüchtlingscamp, in Libanon. Also da hätte man die Milliarden da investieren können. Denn grundsätzlich, die Leute wollen nicht weg. Nur, wenn Geschäft weg, Haus weg, jederzeit kann deine Frau vergewaltigt werden oder deine Verwandte umgebracht und so, dann ist natürlich klar. Und natürlich die Verantwortung, es ist wie wenn die Verantwortung durch die Waffen, wie du gesagt hast, durch die Unterstützung der US-Regierung, katarische und saudi-arabische Regierung und der Türkei, Türkei hat das ganze Erdöl geklaut und finanziert die ISIS. Natürlich macht sich Deutschland auch mitverantwortlich für den Mord. Das heißt, erstmal werden die Leute ermordet und dann werden sie geholfen. Deswegen ist ein bisschen zynisch die Frage, ob Assad sich freut, dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufnimmt. Ne? Ich weiß, dass es kein guter Vergleich ist, weil es um Menschen geht, aber ich finde, das, was du sagst, das erinnert mich auch immer so ein bisschen an die Tierwelt irgendwie. Der Mensch, der sich über andere Menschen oder über Lebewesen stellt, diese ausrottet und sich als Ende als Held darstellt, weil er eine Art rettet. Also das ist Humbug. Ich meine, das ist Selbstbelügerei meiner Meinung nach. Ja. Zumal es Frechheit ist, dass wir oder dass die Allgemeinheit in Unwissenheit gelassen wird, dass da Hass geschürt wird durch die Immigranten, die jetzt nach Deutschland kommen und dass aber das Hintergrundwissen überhaupt nicht vorhanden ist. Genau, und die Doofen streiten sich, ob es gut ist oder schlecht ist, dass ja. Migranten kommen. Dabei übersehen sie, dass das Ganze, wo die Verantwortung ist und übersehen, dass das Ganze schon gewollt ist. Und dass das Ganze gesteuert ist. Ne? Die Sarah Wagenknecht hat sie auch, ich finde die Frau toll, die sollte Bundeskanzlerin werden, nach meiner Wahrnehmung von den Linken. Die sagt immer eben für mich gut die Wahrheit, dass es diese Unterstützung auch von der Türkei, die fast uns am Rande des Dritten Weltkriegs bringt, dass das auch ein Teil der Mitverantwortung ist. Ne? Und deswegen, Assad, der war ein Augenarzt in London, der ist zurückgekommen, der hat seinem Vater gefolgt, der ist gewählt worden. Natürlich, er ist sehr beliebt und die bezahlte Kräfte natürlich, da musste er sich wehren. Man sagt, er sei ein Diktator, weil er die Leute, die sich bewaffnet haben und gegen die Regierung gekämpft haben, weil er sich gewehrt hat. Er hätte das einfach machen lassen sollen. Ich sehe, wenn in Bayern oder in Berlin sich ein paar von Legida oder Pegida bewaffnen, was da geschieht. Ob die das... Das ist eine Ansicht, aber es ist ein krasser Vergleich, aber es ist auch irgendwie wahr. Du hast es ja auch gerade mit dem Dritten Weltkrieg angesprochen, da gehen gerade Sachen vor auf der Welt, da werden Fäden gezogen. Ich glaube, dessen sind wir uns noch gar nicht bewusst und wollen wir nochmal so ein Regime haben, wie das früher war. Deswegen ist meiner Meinung nach dieser Hass zwischen links und rechts
Gut und Böse gibt es hier eigentlich gar nicht. Wir sollten diese ganze Situation neutral betrachten, objektiv und uns wirklich das Hintergrundwissen anschauen und wirklich, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, auch richtig damit beschäftigen und nicht irgendwie vorschnell urteilen. Ja, eben. Und deswegen in diesem Sinne diese Wertschätzung für die Sira, die Nein gesagt haben, den Dominion oder diese Geld, diese mächtige Geldinteressen, die das ganze Dollar tragen, die das Erdöl tragen, die wollten natürlich Russland zerstören, indem sie das Gas von Katar und Saudi-Arabien nach Europa bringen. Weil wenn Russland kein Gas mehr in Europa verkauft, das haben sie jetzt durch Kiew getan und versuchen, also durch diese mächtige Geldinteressen, das Land Syrien hat sich gewehrt und Assad mit viel Würde und mit viel Mut hat gesagt, nein, wir sind eine Demokratie und ich mache das nicht mit. Ne, was natürlich nie Italien gesagt hätte, wir machen den Krieg in Libyen nicht mit oder Deutschland oder Frankreich. Frankreich und England, die haben mitbombardiert, die haben mit zerstört und deswegen diese Syrien als Demokratiebeispiel für Europa und Assad als sein Präsident ist für mich eine Wertschätzung wert, damit die Leute sehen, ja klar, es gibt Hunderttausende von Toten, wenn man darauf besteht, dass Demokratie, dass das italienische oder deutsche oder was weiß ich Volk ein selbstständiger Volk ist und die Diktate der Geldhabende nicht folgt. Ne? Ja. Und die sich die Presse nicht kaufen lassen, die ganze Presse ist in Europa gekauft und deswegen diese Wertschätzung ist für mich ganz wichtig. Ich glaube, dass Assad es für ihn nicht so einfach ist, weil er ist ein Gentleman und trotzdem ist er wirklich in seiner Würde geblieben, in sein demokratisches Verständnis und das ist für mich absolut ein Vorbild für Europa. Ne? Hast du da Ansatzpunkte, wie man da was verändern könnte, auch in Deutschland, ich meine europaweit? Wie könnten wir was verändern oder wie könnten wir ein Umdenken stattfinden lassen? Wie könnten wir vielleicht wieder zur Demokratie kommen? Naja, ich meine, solange für mich die USA hat 72 Kriege in die Welt gebracht. Ist in, was weiß ich, 30, 40 Länder, ist eine Besatzungsmacht. Ne? Das heißt, in erster Linie musste man wieder die Würde haben und sich der Besatzung. Und die Gesetze, die verpflichten die Bundeskanzlerin zu folgen, zumindest diese Geschäfte, zu sagen, wir fühlen uns nicht mehr als besetztes Land, wir sind jetzt demokratisch und wir löschen diese Verträge, als Besatzungszone, das heißt, wir dürfen jetzt machen, was wir wollen. Ne? Und ich wurde auf jeden Fall eine Zeit lang, auf jeden Fall die Beziehungen zu dem Kriegsland USA, auf jeden Fall verändern und das als Land abstempeln, pressemäßig, der einfach auch kein zuverlässiger, kein demokratischer Land ist, wo einfach wirklich nur Kriege ausgehen und ich würde Abstand nehmen, auch auf diplomatischer Ebene. Und natürlich die Freundschaft, natürlich ist ein Problem dann, wenn die ganze, die werden das nicht so leicht loslassen, aber natürlich diese, Russland hat ohne Gegenleistung die DDR gelassen, die Besetzung der DDR von Polen, von Ungarn und so weiter, hat einfach die Würde den Deutschland oder Polen und so weiter wiedergegeben. Und das heißt, Russland ist das natürliche Freund, weil Europa ist, von Deutschland. Und natürlich, so ein Wechsel ist nicht so einfach. Die werden sich wehren, die werden die Wirtschaft zerstören, so wie jetzt mit VW schon begonnen haben. Ne? VW hat nichts mit dieser Sache zu tun, sondern hat es einfach mit
Deutschland ist zu stark für USA, wenn der Dollar, der Petrodollar, wenn die Produkte nicht mehr in Erdöl, in Dollar gekauft werden, dann ist die Wirtschaft, so wie jetzt Iran macht, China, die Sowjetunion, Brasilien, das heißt, es könnte in kurzer Zeit das ganze Dollar-Ding abstürzen und dann zahlen wir alle mit. Ne? Ich habe da noch eine Frage, da du das ja mit der Demokratie angesprochen hast, aber dazu müsste ja erstmal das Verständnis hergestellt werden von vielerlei Deutschen und im Allgemeinen, dass wir gar keine Demokratie haben. Weil ich denke, dass das eher so zweigeteilt ist. Und wie, also müsste man ja erstmal ein Umdenken stattfinden lassen, um dann die sogenannte Demokratie sozusagen hinfällig werden zu lassen, um die richtige Demokratie einzuführen. Aber wie soll das funktionieren? Also das ist das, was du meintest mit, wir müssten erstmal die Verbindung zu der USA kappen, was ja auch ein großer Schritt wäre. Naja, im Grunde genommen, es ist keine Demokratie, weil es ist ein besetztes Land. Das heißt, es gibt diese berühmte Sendung von, ich weiß nicht, wie das heißt, wo das alles erklärt worden ist, ne? Wie dass die deutsche Regierung viele Sachen nicht entscheiden kann, dass die Geheimdienste dürfen, dass es gibt diese ganze Gremien, wo bestimmte Gesetze nicht gemacht werden können. Und deswegen in erster Linie ist einfach, ich glaube nicht, dass es friedlich möglich ist, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt eine eigene Demokratie, wir kündigen die Verträge mit USA, mit der Besatzungszone, nicht nur USA, das ist, glaube ich, auch Kanada, England und Frankreich. Ne? Wir kündigen das. Seid ihr einverstanden, dass wir jetzt ein freies Land sind? Und die werden natürlich, ja, ihr seid ein freies Land, aber vertraglich nicht. Ne? Und ja. Also das wäre schon eine sehr, sehr schwierige Neugeburt. Aber natürlich, es ist klar, dass wer anfangen würde, sowas zu sagen, so wie der ehemalige Präsident, der für 300 Euro Rechnung abgesetzt wurde, oder also wer anfängt, sowas zu sagen, wird er von den Medien so oder so irgendwie dann fertig gemacht. Ne? Und deswegen, es ist nicht einfach und die Leute haben Angst. Es gibt einen Journalist, Pressefreiheit gibt es nicht, die müssen schreiben, was man denen sagt. Die Presse ist eine Diktatur, weil der Chef entscheidet. Und die Chef kaufen sich die Zeitungen, sind alle Zeitungen gekauft und die entscheiden, was da geschrieben wird und was nicht. Also die Presse ist eine Diktatur. Und die ganze Politiker, nehmen wir alle, die ihre Meinung gesagt haben, die Kultusministerin Schawan, von der Laien wird jetzt auch ein bisschen angegriffen, wegen Doktorarbeit oder irgendetwas. Ne? Die werden alle sofort angegriffen und die werden an die Seite geschoben. Deswegen glaube ich, dass die Bundeskanzlerin macht alles, was man ihr sagt, weil sie keinen Weg findet. Ne? Und, ich denke, die Bundeskanzlerin, sorry, dass ich dich unterbreche, ich habe vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, vorgestern oder so, habe ich ein Interview von Frau Merkel gesehen, wo sie gesagt hatte, dass sie der Meinung ist, dass das alles richtig ist, so wie das gerade läuft und dass das gut ist. Und na klar, sie kann das sagen, ohne irgendwie in einer Lüge sich bezichtigt zu werden, weil sie hat ja alles gemacht, was sie machen sollte. Und deswegen finde ich dieses Kuddelmuddel-Gerede darum, Merkel stürzen, Merkel dies, das ist sowieso hinfällig. Denn ob die Merkel jetzt nun geht oder nicht, das ist egal, weil es ist ja schon längst passiert. Genau. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und da müssen wir zu dem Verständnis hin. Wir können ja nicht was verändern, was schon längst passiert ist. Wir müssen jetzt mit dem, was wir jetzt haben, das Beste versuchen, daraus zu machen, meiner Meinung nach. Ja, aber eben, das ist nicht einfach, weil es ist nicht möglich, dass jetzt irgendeine Organisation diesen Wandel in Gang bringt, weil eben diese ganzen Knöpfe der Macht schon in fester Hand sind. Ne? Und deswegen ist ganz wichtig, diese Würde, die Identität der Völker zu bewahren, zu stärken, weil die größte Angst, was die haben, ist natürlich, dass die Identität der Völker, plötzlich der Italiener kommt raus mit seinen
Eigenart, dass die deutsche Identität wieder sagt, nein, wir wollen und so und so und so. Deswegen wollen sie das zerstören und benutzen einfach auch viele Waffen. Sonnenkristall schreibt, spannend, ja, ich werde euch gebannt zu, aber ich lese, weil sonst die anderen Zuschauer können das nicht lesen. Ne? Danke, Ute. Genau, hallo ihr beiden, die Idee musste dann von der Regierung kommen, so wie eine Volksbefragung. Sollen wir als Volk und den Besatzungsländer freimachen? Aber eben, wenn einer das sagen würde, wurde man sofort falsche Doktorarbeit oder irgendeine Zahlung, wurde man ihn sofort irgendwie in irgendeine Form rauswerfen. Und deswegen, es ist schon schwierig, ist nicht einfach, ich weiß es nicht wie, aber es ist gut, wenn das besprochen wird. Und vor allem, was ich weiß, wir hatten das letzte Mal gesagt, die größte Industrie, die es in der Welt ist, ist nicht die Erdöl, nicht nur die Erdölindustrie, sondern ist die Industrie, was die Mafia und was die Kriminelle immer benutzt haben, ist dass die unter Druck setzen. Das heißt, die Informationssysteme, wenn die etwas über dich wissen, ne, dann benutzen sie das und handeln sie gegen dich. Und so wie ich gehört habe, besonders, dass viele Leute, Richter und so weiter, die oben sind, die sind dann in viele, ich habe viele Berichte gesehen, wo einfach Minderjährige reingeschoben werden und das alles, so wie der Präsident der Weltbank. Und natürlich, das wird gefilmt und fotografiert. Also die Industrie, wo die Informationen gesammelt werden und Minderjährige an diese Leute und Party, so, ich habe einen Bericht gesehen, ja, wie Clinton auch und so weiter. Also die Mächtigen, die werden dann in solche Fallen reingequetscht und dann werden sie damit, wie heißt das, werden sie, wie ist das Wort? Erpresst. Ah. Also eine der größten Industrie ist die Industrie der Erpressung. Ne? Das heißt, du hast eine falsche Doktorarbeit gemacht, oder du hast in dieser Situation, haben wir ein Bild von dir, oder dein Kind so und so. Also diese Information in der Presse, so wie sie das machen, verfälscht und so, dann diese Informationen können jeden zur Strecke bringen. Deswegen, entweder macht man sich alle zusammen, weil einer würde es nicht schaffen, den Wandel zu schaffen. Ja. Das denke ich auch nicht. Ja. Eben daher ist es gut, dass es ja so aufklärt und das Bewusstsein des einzelnen Bürgers stärkt, die dann handeln und demonstrieren, Waren nicht mehr kaufen und so weiter. Aber eben, um die Kurve zu kriegen, ist schon eine geniale Idee erforderlich, weil so wie die sich jetzt schützen mit Besitz der Presse und Besitz von all diese Sachen, ist nicht so einfach. Ne? Ich denke auch, meine Meinung nach ist, dass man das, wie es gerade läuft, nur auf eine friedliche Art und Weise regeln kann. Manche würden sagen, vielleicht eine friedliche Revolution, so wie das Uli gerade schon geschrieben hat. Das Bewusstsein der Menschen muss erweitert werden. Genau das, was wir zum Beispiel mit der Akademie auch machen. Das Bewusstsein muss erweitert werden, oder die Menschen müssen ihr Bewusstsein selbst erweitern. Und wenn das Bewusstsein sich erweitert, dann entstehen bestimmte Fragen oder bestimmte Sachen, diese Hintergründe, das wird dann alles hinfällig, weil alle Hand in Hand wissen, dass das falsch ist, dass das richtig ist, oder besser gesagt, nicht falsch und richtig gibt es ja auch nicht. Aber das, was uns gut tut, das, was der Menschheit gut tut oder der Menschheit im Allgemeinen und nicht nur einer Person, nicht den Materialismus, den Kapitalismus und alles, was dazugehört, sondern dass wir wirklich endlich das, was wir reden, die ganze Zeit schon auch endlich anfangen zu leben. Auf eine friedliche Art und Weise. Und ich meine, wir erzählen schon seit Jahren, wie du schon gesagt hast, wir sind besetztes Land, wir erzählen irgendwas von Demokratie und am Ende das Einzige, was wir machen dürfen, ist aus irgendwelchen Politikern Ehen davon auswählen, und das ist unsere Wahl. Stattdessen müsste man doch überlegen,
Stattdessen müsste man noch überlegen, was für eine Menschen brauchen wir? Brauchen wir überhaupt jemanden, der das und das macht? Das ist eigentlich wie, wenn man selbstständig ist, braucht man nur einen Steuerberater. Ich brauche ja niemanden, der mir erzählt, wie ich meine Selbstständigkeit ausführe. Ja, genau. Sehr schön. Ja, schön. Ja, so ist es, ja. Ja, finde es schön, das ist so, schon so, dass man auf Bewusstseinsebene arbeiten muss. Aber mein Ding ist einfach, was ich sehe, wenn wir auf Bewusstseinsebene, und wir machen das normalerweise nicht, weil wir sind getrennt voneinander. Die dunkle Seite ist verbunden. Wenn wir zusammenkommen, ist erstmal Neid, Missgunst und Streit. Ne? Wenn wir näher zusammenkommen, sobald jeder... Ja. Und wenn wir auf dieser Ebene beginnen, dann werden wir irgendwann Zusammenhänge erkennen. Und wenn wir erkennen Zusammenhänge, was jetzt gerade geschieht, richtig erkennen, ja, intuitiv, dann wird sich alles plötzlich verändern. Weil ich sehe schon irgendwie, natürlich, Russland ist jetzt fast ein Bioland geworden durch den Druck, durch die Beleidigungen. Die sind fast revolutionär geworden. Ne? Ja. Wäre diesen Druck nicht gewesen, dass die ausgeschlossen werden und so weiter, wären sie noch vielleicht mit der Rothschild-Bank oder so, ne? Was die noch einfach auch noch zusammen sind. Ne? Und, das ist ja sowieso ein sehr heikles Thema. Ja, und deswegen, ich glaube, wenn wir schon Konferenzen gestalten und auf höhere Ebene fühlen, was gerade geschieht, wahrnehmen. Und in die Wahrnehmung ist das größte, Macht, wenn man weiß und fühlt, was richtig da geschieht. Ne? Mhm. Und deswegen für mich, es geht nicht darum, ob das so sein soll oder so, rechts, links, Flüchtlinge, nicht Flüchtlinge, sondern es geht um was anderes und das Erkennen von das, was gerade geschieht, was wir im Moment nicht tun oder nicht erkennen. Ich erkenne es nicht in seine... Würde ich das erkennen? Auch wenn einer das erkennt, würde sich alles sofort verändern. Ne? Das ist also das Erkennen von Zusammenhängen und das Fühlen von das, was richtig, welche Mechanismen in Gang sind, das ist die Macht. Ne? Und, ja. Und da glaube ich, dass man dann sich von sich selbst ändert. Genau, und das ist das Internet, eine wunderbare Möglichkeit aufzuklären, gibt es zum Glück schon viele Sender. Genau. Also ich habe zum Beispiel mit diesem Europäischen Medienzentrum, auf einer Seite sind alle Sender, ne? Schon seit vielen Jahren. Aber da, wenn ich sage, den oder den, kommen wir arbeiten zusammen oder so, die sind alle, du bist gut. Lieber nicht. Du bist gut, du machst komische Sachen. Ja. Vielleicht sollten wir die Intuition als Politik einführen. Die intuitive Politik. Genau. Also ich habe jetzt hier in dieser Seite, dass man auf eine Seite alles eingebettet ist, ist GTV, Deutsche RT, Pravda, Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Bewusst-TV, Jetzt-TV, sodass man auf eine Seite nicht diese ganze Link machen muss, aber das wird noch kaum gesehen. Ne? Lebenstreffen, Radio Lotusblüte, ich habe hier und da einige Treffen zusammen gemacht, aber ist noch nicht richtig der Wille, etwas zusammen zu machen. Ne? Na, ich glaube, dass die Menschen auch das, was du von uns gesagt hast, nicht nur Angst haben, sondern nicht nur das Bewusstsein auf eine Art und Weise fehlt oder das Hintergrundwissen, sondern auch natürlich Angst, sich zu äußern. Und das finde ich eigentlich das Traurige. Ich meine, wo wir in dieser Scheindemokratie leben. Na, diese Sender, die haben keine Angst, sich zu äußern, wenn ich Joe Conrad oder Bewusst und so weiter und so weiter. Ne? Ich habe mit einigen, die haben keine Angst, sich zu äußern, sondern die haben Angst, sich zu blamieren, wenn sie mit jemand anderen was machen. Oh. Ja, guck mal, das ist einfach, guck mal, ich habe jetzt um die 80 Konferenzen gemacht. Ne? Ja. Da gab es eine Organisation, die hat gesehen, wow, Online-Konferenzen, wunderbar. Ne? Die rufen nicht an, Mensch, können wir das mitgestalten? Wow, toll.
die machen immer eigene Sachen. Dann schreibe ich, Mensch, ich kann euch helfen, lass uns. Die, was? Nee, wollen wir nicht. Ne? Und die machen das jetzt natürlich schlauer als ich, weil ich habe alles kostenlos gemacht, die Konferenzen. Für Zuschauer, für Referenten und so. Und dann machen sie schlauer und die machen, ja, es ist kostenlos, aber dann, nach einem Tag kannst du die Sachen, musst du dich anmelden, um das zu gucken und zahlen und so weiter. So, alle diese Schlauheit, um dass jeder irgendwie guckt, was der andere macht und dann macht's nach. Ne? Ich meine, wir waren die Erste, die live gesendet werden, die Satsang zum Beispiel. Und ich habe immer gebeten, so mit Jetzt TV haben wir Sendung gemeinsam gemacht, mit Lebenstreffen haben wir Sendung, mit Joe hat 2 Jahre. Also ich habe immer versucht, dass wir das gemeinsam was machen, aber irgendwie geschieht das nicht, weil jeder sein Ding haben möchte. Ne? Und deswegen hatten wir dieses Europäisches Medienzentrum als neutrale Seite, ist nicht meine, sondern ist unsere, aber da antworten sie nicht oder interessiert sich nicht oder die geben sich nicht. Und das wäre für mich, wenn diese neuen Sender richtig zusammenarbeiten würden. Einer macht die Webseite, der andere die Live-Sachen, der andere die Interview, der andere die Konferenzen, dass wir da Immenses bewirken können. Ne? Aber ich verstehe das nicht, warum die nicht mit anderen, das ist mir noch nicht so ganz klar jetzt, warum. Ja, weil die sogenannte Spirituelle, so das hat mir vor 4 Jahren, 5 Jahren hat eine Frau eine Online-Plattform gestellt für die TV, für die alternative TV. Dann hat sie die angerufen. Ich habe gesagt, ja, wow, toll, mache ich mit. Dann hat sie angerufen, was mit Jeet? Die hat, kannst du es nicht machen und so. Also dieses Urteilen, dieses Negatives bei alle diese sozusagen Spirit, war so mächtig, die war so schockiert und die hat alles hingeschmissen und aufgehört. Und natürlich, sie hat das gehört, was ich nie höre, weil mir sagt niemand, ich will nicht geliebt werden, ich will einfach meine Sache machen, der andere macht seine Sache und in irgendeiner Form, dass man sich hilft und zusammenarbeitet. Ne? Ich habe nie jemand ausgeschlossen, sondern jeder ist für mich ein Teil des Ganzes, geht nicht anders. Aber eben, das waren die Erfahrungen. Deswegen für mich ganz wichtig, was wir jetzt machen, ich und du. Ja. Wie gesagt, der jetzt nächste Woche wird, Professor Vogt ist auch bereit und ein paar hier und da. Wenn das wirklich sich stärken würde, dann würden wir eine europäische Medienlandschaft, die selbstständig ist, frei ist. Das heißt, die Arbeit ist unsere Arbeit. Wenn wir näher kommen, kommt Konkurrenz, Neid und Eifersucht sehr schnell hoch. Also an diese Themen sind wir noch nicht vorbei. Also menschliches Fernsehen mal, ja? Von Mensch zu Mensch anstatt von Manipulation zu Mensch. Genau. Das wäre mal was Neues. Genau. Ja, und deswegen ist für mich wichtig, ganz wichtig, ich weiß, ich zahle den Preis dafür, wenn ich sage, ich werde, viele machen so, die interviewen nur die Wichtigen und die Bekannten. Ne? Und ich mache das Gegenteil und ist für viele, was? Der Jeet sendet die Jenny, die kennt ja niemand, was sagt die denn? Die ist unwichtig, die ist, das mache ich richtig provokativ, damit die sehen, ey, liebe Leute, schaut nicht nach oben, sondern schaut in die Augen eures Nachbarn, der ist genauso weise und gut, wie die oben sind. Und wenn wir nicht diese Demokratie machen, das in die Augen schauen des anderen, von Augenhöhe zu Augenhöhe, der andere ist genauso weise, guck mal jetzt gestern die Ute, ne? Ute, schön, dass du da bist. Das, was sie gesagt hat, war so klar, so, und aber eben, alle haben, sind ein bisschen noch unsicher, ob sie gut sind, ne? Und deswegen, diese Leute wie du, wie Ute, wie Andrea, das sind für mich die, die den Mut haben zu zeigen, ich bin zwar nicht berühmt, ich bin zwar nicht, aber ich bin genauso weil meine Weisheit, ich gebe meinen Beitrag der Welt, so wie es für mich möglich ist und das ist das Beste.
Ne? Und das ist mein Weg. Finde ich persönlich auch. Ich meine, wir stellen manche Menschen mal auf ein viel zu hohes Podest, irgendwelche Vorbilder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass viele Menschen, die ach so weise sein mögen und sich mit ach so einer Weisheit brüsten, meistens noch gar nicht so weise sind. Denn sonst müsste man sich ja nicht damit brüsten. Das ist immer so, das, was ich habe, damit muss ich nicht angeben. Das ist eine Sache so, entweder bin ich ich und teile das. Und wenn die Menschen, das ist halt, das schätze ich zum Beispiel so an dir, Jeet, dass du den Menschen die Chance gibst, egal wie alt, woher sie kommen, egal was für eine Thematik, dass die Menschen sich halt äußern können. Und das ist einfach großartig. Ja, aber es ist mein Genuss, weil indem ich sehe, dass jeder in seine Meisterschaft sowieso ist, ich mache es nur bewusst, habe ich was davon, weil ich bin nicht nur von 3, 4 Freunden, sondern ich sehe das ganze Reichtum, was es überall ist, egal wo ich hingehe, egal mit wem ich spreche, sehe ich die Meister, ja, sehe ich die Kompetenzen, sehe ich die Kraft. Und das ist mein Vorteil, mein Reichtum. Ich sehe das nicht nur in 3 oder 4 Sachen, sondern eben in alle. Und das mache ich für mich, ne? Weil es mein Bewusstsein einfach auch so ist. Ne? Ja. Moment, ich muss gucken, dass ich lese. Das Teil steht noch. Ja, liest du mal vor. Ja, die Zusammenfassung von Seiten ist ideal, um Bewusstsein auf vielfältige Weise zu bilden. Klasse. Da gehört auch Mut zu. Ja. Ja, ich finde auch, dass dazu Mut gehört. Und ich finde, wir sollten alle viel mutiger noch werden. Ich meine, wir suchen immer den Mut irgendwie im Außen oder irgendwo anders. Wir brauchen immer irgendwelche heroischen Vorbilder oder heroischen Politiker oder müssen suchen irgendjemanden, der uns führt und der uns sagt, wie es weitergehen soll oder wie was gemacht werden muss, anstatt dass der Mensch endlich mal begreift, dass es um die Masse geht, um den Zusammenhalt, um das Menschliche in der ganzen Sache. Und das ist das, was in der Politik fehlt, meiner Meinung nach. Ja, aber ich denke, wir sollen selber wachsen. Guck mal, vor, ich glaube, 10 Jahren oder 15 Jahren habe ich einen Vortrag gegeben in Rainbow Spirit. Größte Treffen europaweit war das, ne, in Baden-Baden. Und da waren natürlich, 100 Heiler da und wichtige Leute. Und dann habe ich in dem Vortrag gesagt, waren 600 Leute circa da in dieser No-Mind-Saal, habe ich gesagt, ja. Vortrag über Intuition. Auf der Bühne waren 10, 15 Leute mit mir. Jeder durfte aus dem Institut etwas sagen. Ein Kind auch hat es eröffnet. Dann habe ich gesagt, es ist nur Selbstheilung möglich. Jeder kann sich selbst heilen in Intuition. Jeder ist Meister. Jeder. Die waren natürlich alle schockiert erstmal, weil sie dachten, ich nehme denen das Geschäft weg, weil ich sage, dass Selbstheilung der einzige Weg ist. Und dann aber habe ich gesehen, Monat später hatten alle in ihre Webseiten geschrieben, ja, wir helfen nur zur Selbstheilung. Ne? Aber die haben immer weiterhin, die eigentliche Arbeit war immer noch, ich mach's dir weg, ich heile dich, ich mache es dir, genauso wie die Schulmedizin, keine großen Unterschied. Ne? Und dieser Artikel ist natürlich 6, 7 Jahre lang auf die Webseite geblieben. Das hat natürlich der Gefallen der Organisatoren. Aber was ich meine, ist deswegen die Akademie, dass wenn ich oder du oder sie eine Erkenntnis, dass wir uns zusammensetzen, nicht jeder in sich, jetzt ist eine neue Welle da, ich verändere meinen Wortschatz, sondern dass man sich zusammentut, forscht, studiert, und gemeinsam die neue Wissenschaft der Gesundheit ausbreitet. Ja. Dass man wirklich neue Organisationen, neue Ausbildungssysteme, das IFI zertifiziert, ja, den Gesundheits- und Potenzialberater, dass wir das europaweit gemeinsam machen. Dann sind alle reicher. Alle haben Angst, dass man deren Geschäft wegnimmt dabei. Wenn wir das machen, wenn wir zusammenarbeiten, dann werden wir europaweit das Gesundheitssystem, das Potenzialsystem gestalten, und das ist meine, was ich einfach auch sehe.
Schön, ne? Ja, da schön, ja, sehr schön. Auf jeden Fall schreibt Sonnenkristall noch was? Jo. Nein, es steht Okay, nicht. die 20 Minuten sind vorbei, es sind 40 geworden. Ich freue mich, ich möchte das immer kurz machen. Eigentlich, wie gesagt, wir können andere Leute, eigentlich sind drei Vorträge 20 Minuten vorgesehen. Deswegen bittet, fragt die anderen, damit die anderen auch etwas dazu sagen in dieser Konferenz und ladet die anderen dazu ein, ne? Ich denke auch, wann hat man schon mal seine Möglichkeit, was Politik angeht, offen seine Meinung zu äußern? Die Menschen wollen ihre Meinung immer gerne offen äußern. Also fühlt euch alle da draußen eingeladen, an dieser Sendung teilzunehmen, ob nun telefonisch, ob nun durch den Chat, ob durch Facebook. Ihr seid herzlich eingeladen und wir hoffen natürlich, dass wir immer mehr Zuschauer gewinnen und dass natürlich auch immer mehr Meinungen und Aspekte zu dieser Thematik auch zusammengetragen werden, damit wir aus diesem Ganzen was Neues basteln können und vielleicht auch neue Erkenntnisse und neue Ansichten haben und vielleicht auch neue Wege finden, daran was zu verändern oder besser gesagt zu verbessern, zu optimieren. Ja, weil viele sagen, wer nee, Politik darfst du nicht, dann bist du auch mit dreckig oder mitschuldig und so weiter. Aber Polis ist die Gemeinschaft. Und wenn wir alles überlassen, natürlich, dann sieht die Welt so aus, wie es jetzt aussieht. Ne? Ja, es wurde ja eine gute Arbeit dafür geleistet, um dass wir jetzt hierher kommen, wo wir jetzt sind. Ich finde eigentlich das Schlimmste, dass Menschen, die sich mit dieser Thematik wirklich beschäftigt haben, auch wissen, dass es steht schon seit Jahrzehnten so geschrieben, ehrlich gesagt. Und irgendwie haben alle sich darüber beschwert und keiner hat was verändert oder ist dagegen angegangen. Und jetzt ist es immer wieder so, wenn es einen bestimmten Punkt erreicht hat, eine bestimmte Grenze erreicht hat, dann wird auf einmal der Mund aufgemacht, wir hätten ja das und das machen sollen, wir müssen auf einmal das und das machen. Ich finde, wir Menschen sollten früher Mut aufbringen, uns zu äußern. Sonst haben wir sowas wie in der DDR und eine Mauer am Ende. Ja, genau. Dankeschön. Schön. Gerne. Okay, dann machen wir jetzt eine schöne Pause und es geht weiter um 18:30 Uhr mit einer berühmten Referentin, die schon Dankeschön. 12 Bücher geschrieben hat, in irgendeiner Form, die das Leben liebt, die nicht ernst ist, die einfach mit ihrer Einfachheit, ihrer Frische, die Massen, so. Ja, die 12 Bücher kommen noch, die sind alle schon in Arbeit, die sind eigentlich schon fertig, aber die kommen dann noch. Eben, genau, ja. ob man sie geschrieben hat oder nicht, ist ja egal. Wir haben wenig Zeit, Bücher zu schreiben, weil wir wirken täglich, ne? Ja. Okay. Ja, genau, mit dem Thema heute Krankheiten körperlich wie geistig und heute Abend muss ich natürlich auch noch ein bisschen werben für Andrea Hartmann. Heute wird Andrea Hartmann live in der Sendung eine Licht-OP durchführen und mir erklären, ich interviewe sie heute und wird mir erklären, wie wird eine Licht-OP durchgeführt, was ist damit möglich und was ist das eigentlich. Darauf freue ich mich auch sehr und wir sehen uns in einer Dreiviertelstunde wieder. Okay, von wem willst du interviewt werden? Du darfst auch jedes Mal einen Wunsch äußern und schreibe es in den Chat, wenn du von Ingrid oder von mir oder von jemand anderen, kannst natürlich auch von Dieter oder von Chris, jeder. Du kannst dir einen Wunsch Ja. äußern, ne? Weil ich muss, wenn ich alles mache, dann bin ich ein bisschen vielleicht nicht so klar, wie wenn ich nur eins, zwei Sachen mache. Also kümmere Ja. dich drum, mein Wunsch ist, dass ich nur ein Interview mache und dass die anderen, ich kann dabei sein, kann ich, jeder kann Frage stellen. Aber mein Wunsch ist, dass jeder sich darum kümmert, einen Wunsch zu äußern, von wem man interviewt werden möchte. Gut, alles Okay. klar, dann werden wir das so machen. Alles klar, bis Bis dann. später. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Jo, und startet wieder das Autopilot. Wundert euch nicht. Bis dann. Ciao. So.